Ich habe Nein gestimmt. Was war der Grund gewesen? Ja, ich habe den Grund so angeschaut. Die Frauen haben daheim genug zu arbeiten. Ja, also ich war dafür gewesen. Und haben Sie nie Zweifel gehabt? Doch, ich hatte auch Zweifel gehabt. Wegen was? Ja, am Anfang noch eher, dann habe ich mich durch die Argumente überzeugen. Aber als ich die Fernsehsendung gesehen habe, die zwei Frauen, die für das Frauenstimmrecht geredet haben, haben mich nicht überzeugt. Und dort hatte ich dann noch gleich Zweifel bekommen, dass ich wieder dagegen gewesen wäre. Vertrauen mit den Frauen! Frauenrecht, Menschenrecht! Jetzt eine ganz realistische Lösung. Steuern zahlen, aber auch die Wahlen. Alle miteinander! Steuern zahlen, aber auch an die Wahlen. 7. Februar 1971. Endlich gewährten die Schweizer Männer den Schweizer Frauen das Stimm- und Wahlrecht. 50 Jahre Frauenstimmrecht, ein Grund zum Feiern oder vielleicht doch eher ein Grund, um sich zu schämen. Jedenfalls ein Grund, um zurückzuschauen, was sich in diesen 5 Jahrzehnten alles getan hat. Eine Gruppe von Historikerinnen hat dieses Buch dazu verfasst, zu diesen 50 Jahren Schweizer Frauengeschichte. Und mit diesem Film möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in dieses Buch geben. Die Einleitung hat Caroline Arni, Professorin für Allgemeine Geschichte an der Universität Basel, verfasst. Und sie schaut kurz zurück auf die Zeit vor 1971. Meine Einleitung beginnt ja mit der Aussage, nichts versprochen, alles erkämpft, und vielleicht irritiert diese Aussage in gewissem Sinn, und ich selbst habe mich gefragt bei der Durchsicht der Druckfahnen, ob das ein Verschreiber sei. Und ob es nicht eigentlich hätte heißen müssen, nichts gegeben, alles erkämpft. Das ist ja die vertrautere Art und Weise, das zu formulieren, und ich kam dann aber zum Schluss, dass diese Formulierung schon genau richtig so war. Nichts versprochen, alles erkämpft, weil eben auch das Versprechen selbst erkämpft werden musste. Also der Umstand, dass die Frauen mitgemeint waren bei diesem Postulat, alle Menschen sind frei und gleich, dass quasi das nicht automatisch sozusagen für die Frauen das Versprechen darin lag, dass sie mitgemeint sind, weil sie ja eben explizit ausgeschlossen wurden. Wenn es im Gesetz heißt, alle Staatsbürger seien gleich, so beginnt eben der politische Kampf damit, für eine Frau in der Schweiz oder für die Frauen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts, beginnt der politische Kampf damit, dass sie diese Aussage, alle Menschen sind Frauen gleich, auch auf sich beziehen. Also dass sie der Sachlage gewissermaßen ein Versprechen abbringen oder abtrotzen. Das ist quasi das, was in dieser Aussage liegt, und deswegen glaube ich, sie genauso dastehen muss. Nicht nur die Rechte waren erkämpft, sondern auch das Versprechen auf die Rechtsgleichheit war erkämpft. Elisabeth Choris, Lena Schmitter, Angelika Hardecker und ich führen Sie nun kurz durch 50 Jahre Schweizer Frauengeschichte. 1971, endlich das Frauenstimmrecht. Aber viel hat es noch nicht geändert für den Alltag. Primär war ja da das alte Eherecht, das weiterhin Gültigkeit hatte bis 1988. Was bedeutete das? Dass alle verheirateten Frauen im Prinzip unter Vormundschaft ihres Ehemannes waren. Er konnte ihr die Tätigkeit außerhalb des Hauses untersagen, wenn sie ihre primäre Pflicht, die im Recht festgesetzt war, eben die Führung des Haushalts, sogenannt vernachlässigte. Er konnte aber auch über ihr Vermögen verfügen. Und das betraf Frauen in ihrem Alltag zentral. Entscheidend in den 1970er Jahren war aber die Trennung zwischen alter und neuer Frauenbewegung, und die lief entlang des Schwangerschaftsabbruchs, weil das war die Bewegung, die transnational die Frauen, jungen Frauen vor allem, auf die Straße brachten, in ganz Europa und auch in den USA. In der Schweiz entstand daraus im Kontext der neuen Frauenbewegung, der FBB, eine ganze Anzahl von Beratungsstellen. Die erste
in Zürich. Sie stellte genau die alte Hierarchie in einer Beratungsstelle in Frage. Nicht Expertinnen beraten Ratsuchende, sondern von Frau zu Frau direkt. Und zwar organisiert als Kollektiv und nicht als Verein mit Präsidentin. Und das war das Merkmal dieser neuen Frauenbewegung, dass Beratungsstellen und viele andere Projekte als Kollektiv geplant wurden, ohne formelle Strukturen. Was in den 80er Jahren auffallend ist, das sind die vielen Projekte, Frauenprojekte, die lanciert wurden. Frauenbuchläden, Frauenbeizen, Frauenbibliotheken und. Eine unendliche Fülle, immer geführt von Kollektivs. Unter anderem auch das Frauenhaus. Das ist das Thema, das bis heute zentral ist, die Gewalt gegen Frauen. Zum anderen traten bereits in den 70er Jahren, aber dann viel verstärkt noch in den 80er Jahren, die Lesben als eine homosexuelle Frauengruppe in Erscheinung, überall in der ganzen Schweiz, und markierten da ihre Präsenz und ihre Existenz. Eine Frage, die bis heute abgehandelt wird im Zusammenhang mit der Recht für Ehe für alle. Von einer effektiven Gleichstellung der Geschlechter war die Schweiz zu Beginn der 1990er Jahre immer noch ziemlich weit entfernt. Und so erlebte das Land 1991 den größten Frauenprotest seiner Geschichte. Rund eine halbe Million Frauen gingen auf die Straße und streikten unter dem Motto: Wenn Frau will, steht alles still. 1993 dann der Brunner-Skandal. Das bürgerlich dominierte Parlament verweigerte der von der SP aufgestellten Kandidatin Christiane Brunner die Wahl. Es war die Rede von, also es gab eine richtige Schlammschlacht, es war die Rede von Sexorgien, Abtreibung, schlechter Zahnstellung, ein richtiger Tiefpunkt im Schweizer Politbetrieb. Und der Effekt auf der Straße war aber entsprechend, rund 10'000 Frauen demonstrierten vor dem Bundeshaus und dieser Brunner-Skandal trat nochmal so eine richtige Welle von Frauenpower los. Gegen Ende des Jahrzehnts flaute das alles ein bisschen ab, dieser Furor auf der Straße. Viele feministische Forderungen hatten sich bis dann den Weg durch die Institutionen und in die Gesetzesartikel gebahnt. Das neue Jahrtausend stand anfänglich sicher unter dem Motto Verankerung. Ich denke da etwa an die Einführung der sogenannten Fristenregelung beim Schwangerschaftsabbruch. Ich denke da aber auch an die Mutterschaftsversicherung, also Themen, für die Feministinnen jahrzehntelang gekämpft haben. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man auch, dass diese Errungenschaften auf institutioneller Ebene immer wieder kontrastierten mit realen Diskriminierungserfahrungen der Frauen. Besonders sichtbar wurde die Frauenbewegung Ende 2003, als Ruth Metzler ihren Sitz räumen musste für Christoph Blocher und auch noch Herr Merz für die FDP in den Bundesrat gewählt wurde. Und das skandalisierte und mobilisierte eine unglaubliche Masse an Frauen und solidarischen Männern. Bereits am Mittag fanden Demonstrationen statt und eine Woche später eine riesengroße nationale Demonstration in Bern. Im Jahr 2011 fragte eine bekannte Zürcher Feministin und Autorin: Brauchen wir ihn denn noch, den Feminismus? Das Thema, die Haltung, den Begriff? Die Autorin antwortete: Ja. Aber anfangs der 2010er Jahre sahen das viele anders. Feminismus hatte anfangs der 10er Jahre wenig Konjunktur. Die Schweiz hatte erstmals mehr Bundesrätinnen als Bundesräte. 2010 war auch das Jahr, in dem drei Frauen die höchsten Positionen im Bundesstaat besetzten. Einzelne Medien fragten bereits, ob nun das Matriarchat eingeführt werde. Ein Frauenstreik, auf das Jahr 2011 angesagt, mobilisierte so wenig, dass die Zeitungen kaum darüber berichteten. 8 Jahre später gingen dann Hunderttausende für einen Frauenstreik auf die Straße. Und die Frage ist, warum? Wie war das möglich, dass die Frauenbewegung in so kurzer Zeit so viel Dynamik entfaltete? Die Antwort auf diese Frage liegt zum Teil im Ausland. Ein Stichwort ist die Wahl von Donald Trump. Die Antwort liegt auch im Internet, Stichwort MeToo. Und sie liegt vor allem auch bei der Frage, was Arbeit von Frauen wert ist. Arbeit im Beruf,
mit der Lohngleichheit, aber auch Arbeit daheim, im Haushalt und bei den Kindern. Ich werde am 7. Februar 2021 zwei Gründe haben zu feiern, das Frauenstimmrecht und meinen Geburtstag. Ich werde einen Tag zuvor 30 und diese 30 werde ich wirklich feiern. Das Frauenstimmrecht, das werde ich auch feiern und gleichzeitig irritiert es mich natürlich immer noch, dass erst 71 dieses Stimmrecht so den Frauen gegeben wurde. Und das ist für mich auch ein Grund, dankbar zu sein für all die Kämpfe, die andere Frauen ausgefochten haben, von denen ich jetzt auch profitiere. Und darum finde ich es wichtig, dass man diese Kämpfe festhält, in Büchern, in Bibliotheken, bei den Leuten zu Hause im Buchregal. Das ist sehr wichtig, dass Frauen das auch für Frauen machen. Die Beteiligung der Frauen in den letzten 5 Jahrzehnten hatte zur Folge, dass Themen auf die politische Agenda kamen, die den Männern zuvor einfach nicht relevant genug erschienen waren. Stichwort Abtreibung, Stichwort neues Eherecht, Stichwort Mutterschaftsversicherung. Und dadurch, dass die Frauen mitreden und mitentscheiden konnten, hat sich unsere Gesellschaft, hat sich die Schweiz enorm verändert, zum Positiven. Trotz all dieser Einschränkungen nach 1971 muss festgehalten werden, und das sage ich rückblickend als 74-Jährige, hat diese Zeit viel gebracht. Nicht mehr vorstellbar, dass Mädchen nicht die gleichen Zugangschancen zur Bildung hatten wie die Knaben. Es betraf mich selber auch noch. Ich konnte im Gegensatz zu den Brüdern keine normale Matur machen. Das Gleiche gilt für die Mitbestimmung in der Politik. Nicht vorstellbar. Aber dennoch gibt es Bereiche, die immer noch von den alten Traditionen genährt sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gibt es nicht. Die ganze Frage der Entgeltung der Hausarbeit, der Gratisarbeit, ist ein Politikum. Dasselbe gilt für die unterschiedliche Präsenz der Frauen in vielen Sektoren der Wirtschaft. Wiederkehrende Themen und politische Ungeduld begleiten eigentlich jedes Kapitel dieses Buches aus das der 2000er Jahre, und das sind eigentlich auch Themen, die heute noch aktuell sind. Die Geschichte oder eine Geschichte der Frauenbewegung ist zwar zu einem gewissen Moment geschrieben, man hat ein Buch, man hat zwei Buchdeckel, aber eigentlich ist die Geschichte nicht zu Ende geschrieben. Und in diesem Sinne gilt es, die Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung weiterzuschreiben. Es kommt ja immer mal wieder die Frage auf, ob es Frauengeschichte noch braucht. Und da würde ich meinen, es gibt dieses Buch eine Antwort darauf, oder es ist im Grunde genommen selbst eine Antwort darauf. Es zeigt eigentlich, wie reichhaltig die Frauengeschichte der letzten 50 Jahre in der Schweiz ist. Und es ist eben auch, das würde ich sagen, als eine, die dieses Gebiet an der Universität auch unterrichtet und dazu forscht und lehrt. Dieses Buch schlägt erste Schneisen in diese Frauengeschichte der Schweiz der letzten 50 Jahre. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Und diese Geschichte ist ja auch nie abgeschlossen.